Seit 2006 gibt es ein Pizzols Nostalgie-Skirennen. Angefangen hat es mit der Initiative der Skiclub Adragaz und Valenz. Inzwischen wird es ohne die beiden Club autonom durchgeführt. Und hier sind die beiden der Starter, hier der Toni Rupp und Rechtsorganisator im Gespräch, wie wir das durchführen. Spezielle Bedingungen. Die ganze Woche war schön und genau an dem Samstag hat es tatsächlich hier oben bei Diel geschifft. Zuerst noch nicht ganz so stark, aber nachher leider dann schon. Der Schnee allerdings war noch relativ gut gewesen. Das übrigens sind die Davosen, die haben selber keine Nostalgie-Skirennen und können darum gerne hierher. Aufgefallen aber ist mir ein einheimisches Gesicht. Die Frau hier, die hat schon zweimal fast gewonnen. Nein, gewonnen habe ich noch nie. Zweit und dritt habe ich so, ja. Aber heute gelangt es, hä? Nein, das weiss ich noch nicht. Vielleicht. Du fährst es aus. Gebe mir Mühe. Fährst du es aus auch mit diesen Latten hier, ohne Kanten und nichts? Dieses Jahr sind wir auf dem St. Margrethenberg schon mal gefahren, ja, Rennen. Aber sonst nicht. Da muss man recht üben, gell? Ja, es geht. Nach ein paar Jahren geht es dann. Es sieht halt nicht so schick aus, aber hauptsächlich man kommt daheim. Es ist ein Schnee ziemlich weich, gell? Doppelt schwierig, hä? Ja, und dann ist es zwar ist es ein bisschen vom Regen wahrscheinlich eher ein bisschen hart, aber es geht gut zum Fahren. Ich habe es gerade ausprobiert vorher. Kann man da nicht grausam auf die Schnurren fallen? Ist mir bis jetzt noch nie passiert, aber gibt es sicher. Ja, man sieht, jemand stürzt da durch. Was ist denn so deine Motivation, um da immer wieder anzutreten? Es ist einfach lustig zum Mitfahren. Das muss so sein. Lustig ist sicher, aber auch noch recht schwierig. Also, ich sehe nicht, was es hier schon braucht, so mit diesen Latten und dem Stecken sich noch zu kehren, damit der Fotograf endlich dann die Leute so drauf hat, wie er es wirklich wollte, drauf haben. Mich hat es vor allem interessiert, ob man den Stock überhaupt braucht. Was ist denn da mit dem Stecken? Warum hast du denn den Stecken? Ja, mit dem kann man eigentlich auch fahren. Mit Abstützen. Ein bisschen Kurve legen und abstützen. Also, nützt es wirklich etwas? Ja, ja. Aber für das Rennen nicht mit den Schwerstöcken. Das ist einmal zum Ausprobieren da. Aha. Ist heute speziell schwierig? Also wird es noch ein bisschen regnet oder fast schneit, so nass ist auf jeden Fall? Ja, der Schnee ist etwas nass, weil es halt geregnet hat. Oben recht sulzig, unten ist dann recht eisig. Aber es läuft gut. Kann man auch nicht Kopf vergessen auf die Scharre keine Umbrüche bekommen? Nein, so schnell sind wir nicht. Du hast ja dann auch hier keine Sicherheitsbindung, gell? Wir tun mal eben, was ist noch für eine Bindung da? Oh. Da fragst du Riemli. Falsch, wie der heisst. Keine. Aber auf jeden Fall bleibst du da völlig drin, oder? Riemenbindung, ja. Kannst du da auch schnell. Aber wie es heisst, weiss ich auch nicht. Aber nichts tun wir von Sicherheitsbindung, oder? Nehme ich an. Nein. Ja. Selbst schon nicht. Keiner zu klein dabei zu sein, hervorragend die Motivation, die die Erwachsenen auf die Kinder übertragen können. Ja, also Abo, Barry, der Mann. Sag mal, wie du heisst. Maurus. Und wer bist du? Hanna. Genau. Du hast auch Rüben vorher. Ah, wir haben noch nicht, gell? Seit letztem Jahr haben wir nicht mehr. Ja? Er ist schon mal gefahren, die Hanna ist heute das erste Mal. Was ist denn speziell, wenn du mit diesen Ski fährst, im Vergleich zu anderen? Ja? Sie sind älter. Hebt es gleich gut, wie wenn du die anderen Ski anhast? Was auf dem Schnee? Ein bisschen gummiger ist es, gell? Ja. Und jetzt? Und das Mädchen? Wie viel Mal fährst du schon? Du bist noch nie? Nein. Sehr mal. Du, das sind ja von Sicherheitsbindungen keine Spuren. Sind das Kantenhaare oder was ist das? Du musst ein Spalding sind das, gell? Spalding? Ja. Jawohl. Gleich wie der Papa hatte. Also, ja. Wenn du jetzt umkehrst, könnt ihr aufkehren. Das ist gleich eine Sicherheitsbindung. Ja. Weiß nicht so genau. So etwas ein bisschen schon. Jawohl, das ist schon so ein erster Drehkopf hier. Aha. Jawohl, wird dann schon. Aber du kennst ja nicht um, gell, Hanna? Jetzt müssen wir aber mal trainieren. Fertig, Kamera. Gut, dann schauen wir. Ja, okay. Und auf einmal mitten in den alten Gerätschaften ein modernes Gerät und ein altbekanntes Gesicht. Toni, wäre das etwas für dich mit diesen Ski hier, mit diesen alten? Ja, auch schon gefahren, ja. Das ist. Ja, musst einfach, da brauchst du jetzt wirklich den Techniker dazu, also richtig auf dem Ski oben schraubt. Du, was motiviert dich, um hier immer wieder mitzumachen? Ja, eben ja. Das habe ich mir eben auch gedacht heute Morgen, als ich gesehen habe. Ja, ist doch einfach glatt, oder? Aber gell, jetzt, wenn du so gesehen hast, jemand denkst, oh Gott, im Himmel, lieber im Bett bleiben. Nein, für den Anlass kann ich nicht im Bett bleiben. Aber nach dem Skirennen geht es natürlich hoch zu und her, gell? Da weisst du nicht, wie du noch ins Bett kommst. Ja, so kann sein, ja. Da kommt ganz darauf an, ob es einen anderen hat, der es auch so gesehen.
Aber ja, geplant wäre es eigentlich schon. Aber ihr seid richtig angefressen von den Organisatoren. Ihr macht es immer wieder, können Leute her von relativ weit noch, von Davos und überall her. Ja, wir haben von Davos haben wir jetzt Stammgäste mittlerweile. Und auch vom Kanton Schweiz hat es hier immer zwei, die kommen auch immer. Und regional sind wir halt schon stark vertreten. Das ist eigentlich schon Hauptteilnehmerfeld. Und auch Junge, das erstaunt mich, ganz Junge. Ja, Junge, das ist auch noch recht cool. Es zieht sich wirklich von jung bis alt durch, also kleine Kinder, Jugendliche. Und dann halt ja, bis zu zum Teil wahrscheinlich auch fast etwa 70-Jährige. Muss man das eigentlich üben oder kann man das einfach mit diesen Skifahren? Also die Eltern können das einfach, weil sie mit denen das auch gelernt. Und die Jüngeren müssen das vielleicht ein bisschen üben. Ich meine, ja, das ist halt mehr ein bisschen das Skirutschen, das Skifahren. Und wenn man umgeht und eben die Binde nicht aufgeht, das ist nicht irgendwie etwas speziell Gefährliches? Also wir haben bis jetzt eigentlich noch nie wirklich einen ernsthaften Unfall gehabt. Aber ja, nehmen wir jetzt mal an, man ist in der Regel auch nicht so geschwind unterwegs. Und die Kanten sind nicht so griffig mit den modernen Ski. Also ich denke, es passieren wahrscheinlich mehr Unfälle heute mit den modernen Ski als mit diesen Holzski. Aber der Start, also der ist ja fast wie der Hundjob vom Lauberhorn, gell? Er geht da echter ab. Ja gut, also gewisse Schwierigkeitsgrad müssen wir haben, oder? Okay, gut, dann viel Erfolg. Wie viel wirst du da? Ja, vielleicht etwa die Hälfte. So, warum macht man da eigentlich mit? Aus Plausch. Weil Skifahren, habe ich ihm schon gesagt, kann jeder, aber mit diesen Scheinen kann es nicht jeder. Und gemütlich zusammenhocken, sind immer gute Leute dabei, ein genialer Anlass. Und eben für uns Märchler ist das natürlich noch fast ein bisschen Fasnachtverlängerung. Wenn wir eine kurze Fasnacht haben, ist das natürlich extrem gut, wenn wir da oben nur noch einen Joker anlegen können und ein bisschen gehen. Ja. Und wenn du die Schnurren gehst? Dann ist auch gleich. Ja, aufstehen, weiterfahren, gibt doch nichts anderes. Das machst du im normalen Leben auch, oder? Und der Vorteil ist, gell, die Ski bleiben dran. Das ist, ja, und wenn es halt abgeht, geht es halt ab. Das ist auch nicht so tragisch, dann holt man es halt wieder und legt es wieder an, oder? Hat man auch ein bisschen Stolz, um hier die Heimischen zu besiegen? Nein, das ist ja nicht Wettkampf, wo ja, so ernster ist, sondern wirklich mitmachen, das ist das Wichtigste. Mitmachen und den Plausch haben. Bist du eigentlich mehr auf diesen Ski oder auf den anderen Ski? Halb, halb. Eben, gell? Es ist noch manchmal so, dass solche Fahrer, hat man gerade eine Frau gesagt, zweimal sind sie auf der rechten Ski und zweimal jetzt auf den. Also, ja, das ist es auch. Ja. Eben, ich bin jetzt heuer auch im Mund, also im Südtirol, bin ich die Jägerweltmeisterschaft gefahren mit diesen Skien, zwei Läufe. Das ist tipptopp gegangen. Es war gläsig her, aber es geht, man muss nur wählen. Aber gibst doch mir nicht an, dass der Stecken überhaupt etwas nützt. Da ist doch mehr im Weg. Ja, ja, der ist. Wenn du den noch lange machst, kommst du nicht mit dem über. Nein, jawohl, der nützt schon etwas. Siehst du, musst du nur schauen beim Fahren. Den müssen wir zum Ausgleichen. Und manchmal im Ausgang heim wäre der auch noch gut. Könnte man ein bisschen abstützen. Der Start ist relativ schwierig hier, gell? Was meinst du? Der Start ist hier relativ schwierig. Nein, da geht man einfach weg und dran hin. Gut, wie viel wirst du? Das interessiert dich nicht, ob letzter oder dritter oder zehnter, das ist wurscht. Gut, frage ich anders, wie viel saufst du nachher? Wenig, aber gute Ware. Kommst du nach dem Rennen, nach der Rangverkündigung rasch hin, dann kannst du mal von einem Märchler ein Rosoli haben. Das ist etwas Ähnliches wie ein Bündnerrötchen. Grossmutterrezept, ist gar nicht leid. Kommst kein Fussschweiß über, kein Magenweh und Kopfweh sowieso nicht. Weil das ist Hohlraumbehandlung. Also, ist gut. Was machst du denn da? Was ist denn das? Ja, ich probiere noch da mit der fertig anlegen. Das ist gar nicht so einfach. Du kommst von der Gatze, aber das ist ja Basler Dialekt, gell? Genau, genau. Ist das für dich auch verlängerte Fasnacht? Nein, das ist nicht so. Die Fasnacht ist vorbei.
Das gehört zu meiner Wahlheimat. Da. Du bist ein Bruder, also du bist auch noch anders auf Ski unterwegs, gell? Ja. Auch mit der neuen Ausrüstung bin ich auf den Ski unterwegs. Und wie oft, wie oft bist du mit denen unterwegs? Mit welchen? Mit denen Autos? Mit denen ja. Nostalgie eigentlich nur an diesem Rennen, muss ich sagen. Braucht noch Mut, hä? Ja, ein bisschen, ja. Ich muss jetzt gerade ein bisschen einfahren. Und jetzt hast du den Sohn mit, oder was? Ja, der Sohn, der kommt mit. Das erste Mal? Schon. Nein, das zweite Jahr. Genau. Mit Doppelschnürschuhe an, gell, so irgendetwas. Bist du freiwillig mitgekommen? Ja, ich kann wählen. Also wegen ihm sind wir da, muss ich sagen. So. Bist du mehr gefahren mit diesen Ski? Oder jetzt, nein. Also probierst du einfach mal, hä? Ja. Aber die kennt nicht ab, die Ski, gell? Da nein. Bist du fest drin. Ich hoffe es nicht, sollte nicht, gell? Ja, keine Sicherheitsbindung, oder? Nö. Und die grossen Stöcke? Wahnsinnig, du. Ja, ja gut, dann wünschen wir da viel Erfolg, oder? Was, wer gewinnt? Wer ist schneller, Mama oder du? Ich. Ja. Also da habe ich ein hartes Rennen mit ihm, ja. Was hast denn du da für Ski? Ich? Ein Superkneisel. Ein Superkneisel? Ein Superkneisel. Der ist etwa 1970, schätze ich jetzt einmal. Also er ist jetzt so ein bisschen frecher. Bist du mit dem in der Jugend noch gefahren? Mit dem nicht, aber ich habe noch auf Holzschiele angefangen, die keine Kanten hatten, einen Kabelzug und eine gewackelige Sache vor allem. Und den nächsten, den Kanten kam mit Schräubchen dran, gell? Die zweite, da bin ich dann etwa 80, da hat es blaue Schwendener Ski mit Kanten dran und Schräubchen, ganz genau. Und dann eben Bindungen, gell? Doppelschnürschuhe und Bindungen, die nicht recht gewusst ist, fallen sie auf oder nicht? Und manchmal hat dann auch das Leder gelassen und dann habe ich halt rausgefallen. Ja, wie es halt so ist. Wie oft fährst du jetzt mit diesen Ski, mit diesen Kneisel? Alle Jahre mal. Alle Jahre dürfen sie mal in den Schnee. Aber da, eben, ich frage jetzt schon ein paar Mal gefragt, der erste Stutz, der Start, das ist ziemlich schwierig, nicht? Ja, du musst konzentriert fahren, aber dann geht es schon. Du darfst nicht einfach nur rein, aber ein bisschen konzentriert und gut ist. Du bist jetzt zum 12. Mal dabei, gell? Was motiviert dich, da immer wieder mitmachen? Ja, weil es mal etwas anderes ist zwischen denen und dass man das wieder mal sieht, wie das war. Jetzt hast du ja hure Latten. Also wie groß sind die? Ja, zwischen 2,25 und 2,30. Das ist schon speziell schwierig zum Fahren im Jahr, ne? Ja, du hast einfach ein bisschen länger in der Kurve. Wie viel übst du denn so im Winter? Ja, einmal.
Bis zweimal, mehr nicht. Aha. Aber bist du auch mal nach Hause gut, denkst du mir? Bist du ein Talent irgendwie, was das betrifft? Ja, es ist einfach eine Technik, die du dann mal entwickelst mit der Zeit, oder? Was ist speziell bei der Technik? Was musst du speziell darauf schauen? Ja, man muss einfach mehr in die Knie gehen wie heute mit den modernen Ski, oder? Und du hast auch noch ein Museum, also du bist angefressen, gell? Von diesen alten Latten überhaupt, von dem, was sich früher abgespielt hat. Ja, alles, was mit Skifahren zu tun hatte, je. Fast um den Sonnenschein, wenn wir noch ein optimistischen Himmel aufschauen. Also tipptopp. Die letzten Vorbereitungen werden noch gemacht. Ich sehe, dass noch Ski gewachsen werden. Ob es etwas nützt, weiß ich nicht, aber ich hoffe schon, wenn es die richtige Mischung ist. Gut, aber wie gesagt, an die Startnähe gehen und dass wir starten können. Das ist für mich, für dieses Jahr, vom Speaker her nicht so, dass ich permanent nicht in alle Jahr. Wir sind am Mikrofon technisch nicht ganz so gut ausgerüstet wie alle Jahre. Aber ich werde euch heute so etwas sagen und so die wichtigen Infos durchgeben. Sonst wünsche ich sicher mal viel Spass hier beim Rennen. Macht es gut, gebt Sorge und schaut, dass ihr Ski und euren Körper und Zeug im Griff habt, dass es der Schwerpunkt auf der Ski stimmt. Ja, Toni, jetzt geht's los. Du bist immer der Starter. Also eine lässige Sache auch für dich. Ja? Ja, ist für mich alle Jahre eine lässige Sache. Wir organisieren das schon ein paar Jahre. Und ja, jetzt sind wir kurz vor dem Start von diesem Jahr. Und ein bisschen die Anspannung ist vorhanden, aber sie löst sich auch wieder, sobald das Rennen mal gestartet ist. Und nach dem Rennen geht es einmal hoch zu und her, gell? Ja, nach dem Rennen geht es schon ein bisschen hoch zu und her. So, Gemütlichkeit ist gross geschrieben, so wie es auch sein sollte. Dieses Jahr haben wir noch extra Musik eingeflogen, nicht eingeflogen, aber eingefahren hier. Vom Allgäu und die macht, schaut, dass es ein bisschen Stimmung gibt heute. Bist du nervös? Nein, überhaupt nicht. Nein, jetzt geht's los, gell? Ja, ja, bald, ja. Und du jedes Jahr dabei? Wie? Du jedes Jahr dabei? Ja, wenn es geht, immer, ja. Jedes Jahr knapp am Sieg? Nein, nein, also teilen wir uns immer ein bisschen. Sollen schön abwechseln. Aber heuer lang jetzt einmal, hä? Nein, nein, ich glaube nicht. Meinst du nicht? Nein, nein. Aber du hast ja da noch einen Helfer, hä? Ja, ja, der Roger, du Roger, kannst du auch noch etwas sagen als Präsident des Skiclub Ragaz? Ich sage nicht viel. Sagst nicht nichts viel mehr. Ich finde das lässig, dass wir das alle Jahre machen. Boom. Würdest du dich trauen, auf die Latte zu gehen? Ich fahre normal immer so auch mit, ja. Auch Frauen dabei, gell? Was motiviert dich, um da mitzumachen? Also, einfach die anderen von meiner Familie haben auch mitgemacht. Dann bin ich halt auch dabei. Aha, ja. Das erste Mal auf so einer Latte? Ja. Echt wahr? Ja. Hast du keine Angst? Doch. Gell, am Anfang geht es aber wie im Hundjob, im Lauberau. Ja. Und Kollegin? Das ist meine Schwester. Aha. Und ihr müsst mitmachen, wie die Familie mitmacht? Also, müssen nicht unbedingt. Also, wir wollen auch, aber ja. Bist du auch noch nie gefahren? Nein. Haben die Ski überhaupt Kanten? Nein. Auch nicht? Nein. Um Gottes Willen. Gut, wir filmen das. He? Auf die Plätze, fertig, los! Und auf der Karte. Ich würde mir noch sagen, fertig, los! Und dann kannst du dann laufen, oder? Ich will jetzt noch warten, bis sie drin ist. Ja, wir sind am Nostalgie-Ski-Rennen und ja, ist mega lustig. Frauenpower, hä? Ja, logisch, oder? Immer. Frauen können viel besser als Männer. Echt, gell? Nein, es ist das erste Mal dabei. Ja. Ich habe schon ganz oft mitgemacht.
Übst du jemanden mal zu sagen? Ja, nein, eigentlich nicht. Einfach jedes Jahr einmal auf dem Rennen. Ja, genau. Du musst länger. Hast du denn? Ohne Kanten oder mit Kanten? Ja, ein bisschen Kanten jetzt schon. Ja. Sonst fliege ich ganz enorm, das klappt nicht. Ja. Sind jetzt einmal gefahren? Ein paar Mal. Ja, sind mehr als zweimal gefahren. Das heisst, ihr seid bei den Siegern, oder? Ja, also ich hoffe es. Ja, hallo. Also Mama, sicher schon. Nein, wir rocken das Rennen hier. Sauber. Das gewinnen wir. Frauen fast wie Männer im Militär. Sie reden eben darüber, was alles möglich ist, was nicht. Und haben es vielleicht mitbekommen, meine potenzielle Siegerin sagt gerade, sie können nicht tiefschnell fahren. Ja gut, dass wir sehen es in der Rangliste, was rausgekommen ist. Dann kriegt man einen Kaffee Lutz und dann ist das super. Gell? Okay. Thank you.
Ihr habt es mitbekommen, es ist Schlag auf Schlag gegangen. Die Schwester ist relativ gut abgekommen, zwei, drei Stürze hat sie gehabt. Und natürlich auch sie, die das erste Mal auf diesen alten Ski steht, natürlich ist auch gestürzt. Aber etwas kann ich ja sagen, die beiden Mädchen aus dem Zürcher Oberland, eben das erste Mal bei so einem Nostalgie-Skirennen auf so alten Ski unterwegs, haben sie sich wirklich super geschlagen. Natürlich, das sind Profi da, Davoserinnen, die auch damit ein bisschen liebäugeln. Oh, das ist Klaus Nussbaumer, CEO von Pizol, der hätte das sollen auf die alten Ski, das hat mich jetzt interessiert. Da muss ich ihnen anträgen, die liebäugeln damit, dass sie eben auch irgendwann zu Davosen so Nostalgie-Skirennen durchführen. Aber vor der Hand sind sie hier in Pizol und tun hier die Leute anspornen. Eine super Veranstaltung, einfach sehr, sehr schade, dass es jetzt gerade so von einem Tag auf den anderen so umgeschlagen hat. Am Anfang ist noch gegangen, da hat es noch ganz wenig getröpfelt, aber dann leider eine längere Mähe und vor allem ist es dann auch neblig geworden. Dafür hat es kameradschaftlich von A bis Z gestummen. Man hat immer gewartet, bis die nächste Konkurrentin oder der nächste Konkurrent du warst. Was sage ich auch Konkurrent? Es war eigentlich ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu spüren. Es waren eben nicht nur die alten Kleider, die alten Latten, die alten Bindungen, sondern es war auch so ein bisschen das Denken von früher. Ja, das Zusammengehörigkeitsgefühl. Weniger, wer ist der Erste, wer ist der Zweite, sondern man war irgendwie wie ein Team. Man ist zusammen in der Reihe gestanden, hat gewartet, bis der andere unten war, hat mitgefiebert, hat applaudiert. Aber auch Servicemänner hat es gebraucht. Servicemann, Vater. Ja, Moment, aber sie ist deine Tochter. Ja, genau. Sie hat mir aber gesagt, du seist die Schuld, dass sie das erste Mal runterfahren muss. Nein, ich bin am ehesten die Schuld. Nein, er ist eigentlich die Schuld, der Norbert. Der Norbert, komm, Norbert komm, Norbert gehen wir mal zu Norbert durch. Ja. Komm, ja. Wir gehen mal durch. Der da ist die Schuld. Wo ist er? Der da. Der da. Das geht ja gar nicht. Norbert, warum sein. Denn? Ich bin für alles schuld, immer. Immer. Ja, ist das seine Frau gewesen, die am Handy gesagt hat, du seist schon ein bisschen nervös? Ja, ich muss heimkommen. Hoppla. Ich muss heimkommen, aber das ist immer so. Warum tust du dir das an? Ja, kein Vertrauen. Das ist Angst. Aha. Angst, aber das ist okay. Das ist okay. Und du hast dich wie der Mädchen von Zürich motiviert, um da hochzukommen? Genau. Darum sind wir etwa 15 hier. Aber ganz ehrlich gesagt, der Vater müsste eigentlich auch mal auf die Ski, nicht? Der Vater? Ja. Ja, nein, der hat etwa 15 Ski zum Präparieren. Ah, kann, es ist entweder, oder? Aha, also du brauchst eine Frau, die telefoniert und die so unterstützt und einen Service anbraucht, die beiden Mädchen. Und du bist der Einzige auf Art. Absolut. Aber jetzt gleich mal schnell das Mikrofon vom Vater, gell? Ja. Sie sind runtergefahren und das hervorragend, gell? Ja, ich habe die Mädchen eben nicht gesehen, sie zwei, nur meine Frau gesehen. Aha. Ja. Nein, sie sind wirklich hervorragend. Sie haben es gut gefahren. Ja. Hey, wir schauen dann auf der Rangliste, ob sie wirklich so gut gefahren sind. Nase putzen, dann kommt es gut, dann bin ich bereit. Bier mit Zurbringen, noch jemand klar. Schluss, dann sind die Nase putzt. Oh, das ist schon rund. Das Röckchen rein, den lassen wir offen. Muss ich schon unterschreiben da? Herbe, go! Weißt du, Martin, der da. Go! Wow, hey! Go! Hey, er wirft sich um. Alles Gute für mich. So gut, ne? Ja. Gut, hat es mitgenommen. Was liegt?
Ja, Mann, du Grottle, es ist doch nicht dein Mutter. So, jetzt. Ich habe gar keine Lust, jetzt will ich dir das mal sagen. Ja, besser Allgäuer, hä? Hast du eine rote Staubkappe? Brandneu, ja, eine brandneue rote Staubkappe. Ich züchte sie jetzt noch ab, dann siehst du, wie die funktioniert. Hey. Toni! So gehört sich das. Ja, gell, er macht das interessant. He? Das Forschen macht es interessant. Jetzt wieder einmal. Mittlerweile haben wir das erste Lauf durchgebracht. Es sind nicht so optimale Wettbedingungen, aber alle sind. Also, nehmen die Pellerine mit und dann tun wir uns halt ins nicht so schöne Wetter rausbegeben, dass wir die Fotos machen können. Jetzt geht es zum Porsche, gell? Jawohl. Und das ist deine Tochter? Ja, meine Tochter und das ist die Freundin von Jessica. Wir haben Kategorien Holzski und Kunststoffski. Kunststoffski beinhaltet auch die mit dem Kunststoffbeleg. Jetzt hat es derartige, die in der falschen Kategorie geteilt sind, offensichtlich. Wir würden das gerne noch mal überprüfen, damit es fair ist. Wir haben die Kategorien. Ich bin auch dort unten mit der Startliste, soll jeder geschwind mit dem Ski vorbeikommen. Dann haben wir das sauber, es gibt keine Diskussionen. Das andere ist, es ist ein scheiss hoher Wetter. Wir haben eigentlich zwei Läufe angesagt. Es gibt zwei Varianten. Wir machen den zweiten Lauf oder wir machen den zweiten Lauf nicht und gehen gescheiter Lutz suchen. Also, jetzt machen wir eine kurze demokratische Umfrage. Wer ist dafür, dass man nochmal einen Lauf macht? Ja! Wer ist dafür, dass man keinen mehr macht? Gut, nochmal, weil dann wissen jetzt alle, wie stark das andere Lager ist. Wer will nochmal einen Lauf machen? Yeah! Wer will keinen mehr machen? Yeah! Gut, ich glaube, die nicht mehr wollen. Ja, wir können für die, die wollen, können einfach nochmal einfahren. Nein, ich glaube, es ist ein nasses Wetter, wenn es schneien würde, kein Thema. Schnee gehört dazu, aber der Regen und jetzt ist auch wirklich zu. Ich glaube, wegen dem könnt ihr gleich wieder nächstes Jahr. Ist auch wieder schön Wetter. Also ich glaube, wir machen einen Lauf, wir tun den Werten, machen das Rang verlesen. Denn wir haben auch noch Musik da. Die tun jetzt ein bisschen spielen aus dem Allgäu. Wir spielen da unten noch ein bisschen, oder?
Das sind glatte Scheiben. Machen mit! Stellen wir ein paar Käfig, genießen halt die Tage so. Das ist gut. Eben hier unten, alle Gino, die Tabernet kommen noch vorbei. Jeder soll kommen, ich höckle jeden ab. Geschichte von deiner Tochter, ja. Ja, also, sie hat ja schon immer mit anderthalb Schuf Ski. Aber man hat ja nichts gegeben, wo man sie reinpflanzen konnte. Keine Schuhe und keine Ski. Mit zweieinhalb, da ist sie dann, haben wir etwas gehabt für sie. Sie ist, haben sie aufgestellt, einen Hang an. Dann ist sie runtergefahren, dann hat sie wieder aufgestellt, wieder runtergefahren, nochmal aufgestellt, nochmal runtergefahren. Und dann hat sie links und rechts, ja da ist es da, gesehen, dass es links und rechts Kind hat, die umgekehren. Und dann hat sie geübt umgekehren. Schon? Also darum verwundert es mich auch heute nicht, dass sie praktisch nie geht. Und die Chance ist gross, dass man geschlagen hat. Ich hoffe es. Aber eben, bei jemandem hat sie. Was meinst du, hast du geschlagen? Es wird knapp, sie kommt auf Ski. Aber ja, wir sehen es dann. Gut, 35. Du hast aber Holz, ja? Du hast Holz. 35. Oder hast Holz? Das ist Holz. Das ist ganz sicher Holz. Das ist 64. Holz. Holz. Das ist gut. Ja, das habe ich. Gut. Eine genaue Kontrolle musste sein, aber sicher ein weiser Entscheid, den zweiten Lauf nicht mehr durchzuführen. Bei dem Nebel wäre es schwierig gewesen. Apropos dann ein Slalom-Schiele. Im 38. in St. Anton hätte der Slalom dort dann auch abgebrochen werden müssen oder ist eventuell auch mit irregulären Zuständen gefahren worden. Und mit diesen alten Ski, die man damals sicher auch hatte und jetzt wieder gefahren hat, ja, ist es natürlich doppelt schwierig. Überlegt es euch doch, das nächste Jahr sind vielleicht ihr auch dabei.